Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Ich bin Ram und ja, heute spiele ich nochmal ein 1 vs. 1. Habe mich wieder für Undead entschieden, nachdem das letzte Game ja total laggy war. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Die verdammten Euer stehen bereit, Meister. Und ja, ich bekomme es mit einem Ork zu tun auf der Map Nördliche Inseln. Und ja, es fällt euch bestimmt auf, ich habe in diesem Game mal den Zoom verändert. Also ein bisschen weiter rausgezoomt. Und ich will das einfach mal versuchen, wie es sich so spielen lässt. Also auf jeden Fall ist es übersichtlicher. Man kann halt, ja, weiterschauen. Die Frage ist, ob das so auch mit dem Micro alles gut funktioniert, wenn man nicht ganz so dicht dran ist. Blut vergossen werden? Ja, dürfte Meister. Die Sache wahrscheinlich etwas schwieriger machen. Ich hätte mir noch so ein Mittelding gewünscht zwischen der Standardeinstellung und dem hier. Ich glaube, das ist jetzt ein Zoom von 1900. Aber das gibt es leider nicht. Ist abgeschlossen. Na, mal sehen, ich ob das so funktioniert oder ob ich im nächsten Game wieder auf den Standard-Zoom zurückgreife. Jetzt auf jeden Fall hoffen, dass die Aufnahme leckfrei wird. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mit meinem Internetprovider habe ich auch telefoniert. Es ist mehr Gold erforderlich. Mal sehen, ob das jetzt alles funktioniert. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, heute schaffe ich auch nur eine Runde. Wir wollen nämlich gleich eine Runde grillen. Heute hat euer Rami nämlich Geburtstag. Und ja, jetzt möchte ich mir hier halt auch zum Geburtstag noch selbst einen Sieg schenken. Mal sehen, ob das gelingt. Den Shop habe ich schon mal zu spät gebaut. Kann mir keine Skelettzauberstäbe holen. Mega Fail. Na, ist egal, der erste Krieg, den schaffe ich auch so. Endlich. Ist halt immer, wenn ich am Anfang so viel erzähle, dann bringt man auch durchaus die Bildorder mal ein bisschen durcheinander. Aber da gibt's Schlimmeres. Ja, gegen den Ork. Mal gucken, ob wir wieder gegen Blade Master Action antreten müssen. Ich hoffe und bete wirklich, dass es hier nicht irgendein Lamer Game wieder wird. Da habe ich nämlich absolut keinen Bock mehr drauf. Meine Geduld ist erschöpft. Ich weiß auch nicht, warum ja Leute sowas spielen. Also es macht einem doch selber auch keinen Spaß, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin die Dunkelheit. Ihr merkt, ich bin von diesen absoluten Tower-Taktiken kein Freund. Ein bisschen eintauern ist immer gut und manchmal auch nötig. Aber wenn man die ganze Map mit Towern zupflastert, hat das für mich nicht mehr viel mit Warcraft 3 zu tun. Meine Rache gehört euch. Sollen sie irgendwie Tower-Defense spielen oder sowas? Ich bin die Dunkelheit. So, Stulpen der Ogerstärke. Jetzt erstmal schnell einen Scout hochschicken, gucken, ob der Gegner bereits expandiert. Da muss ich nämlich fix hoch und ihn so ein bisschen ärgern. Bis dahin gehen wir aber erst nochmal creepen. Ihr habt gerufen. Level 2 habe ich bereits erreicht. Meine Geduld ist erschöpft. Nö. Der hat noch nicht frei gemacht. Ich bin die Dunkelheit. Meine Streitkräfte werden angegriffen. Stab des Blitzschilds. Auf in den Kampf. Okay, hat gleich alle in die Bunker gezogen wegen Wie einem Skelett. Ihr befehlt. Ist immer noch in der Bunker. Entweder ein sehr vorsichtiger Spieler oder er ist im Moment halt am Creepen und konnte nicht anders. Ihr habt gerufen. Reiten.
Schweigen oder sterben. Halt. Ihr bleibt noch da. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein paar neue Skelette beschwören und jetzt mal go. Oh, Blademaster schon Stufe 3. Das ist für einen Ork mit Blader echt schnell. Aber man sieht auch, woran es liegt. Er spielt mit dem Spiegelbild. Ja, gut, dass ich die Keule nicht auf den angeschlagenen Blader gehauen habe. Oh, komm. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nee, müssen wir stiften gehen. Durch die Aura müsste ich eigentlich schneller sein. Der hat nämlich keinen Mana für einen Windwort. Ja, mal sehen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen auf Fiends. Meine Rache gehört euch. Ja, und der dreht ab. Für den Lichtkönig. Ich geh nochmal hoch. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen was holen kann. Aber halt wirklich schon Stufe 3. Und das mit dem Blader, das ist eine beachtliche Zeit. Los, der Tech müsste jetzt durch sein. Zack, zack. Abgeschlossen. Licht in Auftrag geben. Euer Befehl, Meister. Und das erste Slaughter aus. Meine Geduld ist erschöpft. Mal gucken. Hier. Ja, da kann ich zumindest mal die. Zack. Endlich. Noch eine Keule drauf. Auf in den Kampf. Ja, vielleicht zieht er so schön zusammen, dann könnte der sogar noch sterben. Nee, aber ich glaube nicht, dass der Gegner so schlecht ist. Und ab auf Tier 3. Damit ich dann gegebenenfalls Abos oder halt Destroyer spielen kann. Der Schläfer erwacht eure Wahrheit. Ich bin die Dunkelheit. Wie ihr befehlt. Ja, was ist denn eurer Meinung nach der beste Counter gegen Raider? Das ist, als Undead komme ich mit Mass Raidern einfach nicht so gut klar. Da könnt ihr mir mal einen Tipp geben. Also wenn wir hier irgendwelche Undead-Profis haben, haut mir das mal in die Kommentare. Also das würde ich wirklich gerne wissen. Weil das ist so ein bisschen, ja, eine kleine Schwäche von mir. Ich weiß es nicht. Fancy-Bule vielleicht? Wäre so meine Idee. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Abos sind ja auch nicht so doll. Da die Raider ja Belagerungsschaden machen. Scroll of Zeus. Meine Geduld ist erschöpft. Ich höre. Meine Geduld ist erschöpft. So, Skelette schicken wir erstmal wieder hoch. Gerufen. Mein Death Knight immer noch Stufe 2. Also jetzt wisst ihr Bescheid, wie viel der Blade Master da schon gekriegt hat, wenn der eben schon Stufe 3 war. Okay, da über mir ist er, man sieht ihn. Wie ihr befehlt. Ich weiß nicht, einen Kampf würde ich ungern nehmen. Die Beschwörung ist aber ich muss ein bisschen kriegen. Endlich euch stets zu Diensten. Bin ich am meisten sowieso ein bisschen langsamer unterwegs. Ich bin die Dunkelheit. Trefft eure Wahl. Weil ich mich halt nicht so wirklich an die ganz großen Creeps traue. Gerade mit Undead gegen Orken finde ich immer ja, sehr riskant. Ihr habt gerufen, euch stets zu Diensten. Nicht genügend Mana. Meine Geduld ist erschöpft. Boah, der Creep hier zum Beispiel, der hat's in sich. Man sieht es ja mit dem inneren Feuer. Und dadurch hält die Held richtig viel aus. Guckt euch das an, da kriegt kaum Schaden rein. Also den sollte man eigentlich lieber machen, wenn man dies wählen kann. Aber das muss ich halt auch noch lernen von der Zimmer. Meine Rache gehört euch. Meine Geduld ist erschöpft. Oh, das ist nur eine Illusion, da brauchen wir nicht hingehen. Wie ihr befehlt. Der Schläfer erwacht. Spielen wir als dritten Helden noch den Gruftlord. Jetzt auf jeden Fall das Frenzy Upgrade für die Wule. Und dann lasse ich die jetzt noch fleißig Holz sammeln und dann ziehe ich die alle auf einmal mit in den Kampf. Euer Befehl. Meine Rache gehört euch. Jetzt lässt er mich im Moment ja ganz gut kriegen hier. Vielleicht auch ein bisschen Angst gekriegt, dadurch, dass ich vorhin so aggressiv gespielt habe. Meine Geduld ist erschöpft.
eigentlich erstmal ein bisschen Mana sparen hier. Ist da irgendwas richtig Geiles, ne? Ihr habt ja schon abgeschlossen. Ich bin die Dumme. Guten Mana-Stein. Der ist top und richtig wertvoll. Das ist somit das Geilste, was man finden kann, finde ich. Meine Geduld ist erschöpft. Also nur meine persönliche Meinung, aber gerade für den Licht ein Top-Item und für den Dessen halt auch. Da kann ich halt einige Coils mehr raushauen. Meine Rache gehört euch. Euer Befehl. Ich beuge mich eurem Werk. Ich will jetzt mal nicht Käfer. Und noch ein Prallis, mal ein bisschen Prinz. Teile ich mal ein bisschen. Ich mache hier den Gruftlord zum richtigen Tank, wollte ich sagen. So, jetzt aber Gas hier. Boah, kommt der echt weg? Los, 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 gib Gas. Boah, der kommt nicht dran. Zack. Oh, mein Licht. Komm, komm, komm. Mein Licht hat er gekriegt, da war der Blader hinterher. Jetzt muss ich mich erstmal zurückziehen, das wird nix. Meine Geduld ist erschöpft. Schade, ich wollte gerade sagen, Rami Micro-Gott wieder am Werk. War aber nicht ganz so. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also war auch nicht schlecht. Die Armee war mir einfach überlegen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was in petto. Diesmal nehmen wir die Ghule mit und dann gehen wir wieder rüber. Meine Geduld ist erschöpft. Sollten wir eigentlich packen. Das ist sowieso wieder nur eine Kopie. Das mitnehmen. Und schnell das Mana auffüllen. Auch Mana. Dringendst. Was ist denn los? Funktioniert immer nur eine Strafe auf Mana oder was? Bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Gut. Auch das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mir wirklich auch da nicht sicher, was das soll. Ich habe 3 Statuen auf Mana gestellt. Jetzt geht's schon wieder scharf. Boah, das ist ja wieder eine Runde. Der Phase ja auch schon Stufe 3. Das halt nicht ein bisschen aufpassen. Ich denke, der Fight war ein bisschen besser. Dadurch, dass die ganzen Bude jetzt dabei waren. Jetzt ist auch wieder der Licht am Start. Teleport. Das bekommt er. Das bekommt der Licht. Da kommt jetzt das Teleport darüber. Er hat gerufen. Ich verzehre die Lebenden und meine Rache. Man sieht ihn nur oben noch auf der Map. Die eine Kodo hat gefressen. Auf in den Kampf. Also wahrscheinlich irgendein Ghoul oder ein Fiend. Endlich. Aber er ist sehr angeschlagen. Also schnell hin. Da kann ich easy noch was abgreifen. Ich hoffe, er merkt es nicht. So, aber da sind wir schon. Komm, reicht das mit der Keul? Ah, hat sogar die verdammte Foto noch überlebt. Ärgerlich. Zu wenig Damage Output. Euer Befehl. Meine Geduld ist erschöpft. Und später wird der Licht halt wieder zur Damage-Maschine. So, da skillen wir jetzt die Stacheln. Wie ich ja schon sagte, den will ich zum richtigen Tank in der Front dann haben. Ich habe nicht mehr Sol verschworen. Ihr habt gerufen. Meine jetzt gehen wir mal gucken, ob er expandiert euch hat. Spürt meine Nein, Zauber. Hat er noch nicht, aber er ist dabei. Da kommt er auch schon wieder. Ja, der weiß, dass ich die Ex haben will. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Fokus voll den Weg. Oh. Nice.
Ich muss mich entscheiden. Ich teile den Licht. Ich einfach mehr. Ah! Und ne, wie hilft die Fisch? Gerne. Komm, nochmal den einen Wolf mit dem Licht. Hm. Okay, seine Armee auf jeden Fall wesentlich stärker als meine. Jetzt muss ich mir das einfallen lassen. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Und vor allem halt auch die Heldenlevel. Das macht einen großen Unterschied aus. Stelle ich erstmal auf Heilung. Der Snide ist so angeschlagen. Euer Befehl. Der Schläfer erwacht. Ein paar Kugeln ins Holz. Ich bin die Dunkelheit. Und ich muss versuchen zu expandieren, auch wenn das jetzt im Augenblick sehr gefährlich ist. Was ist los? Meine Rache gehört euch. Deswegen ziehe ich auch den Grill damit rüber. So aus den Tiefen. Das ist Holz, habe ich im Moment sehr viel. Es ist mehr Gold. Dann brauche ich den hier zum Verteidigen. Ich gehorche mit Freuden. Nichts kommt mir. Wenn der erste ich bin die Dunkelheit. Tower durch ist, ich glaube, da war der Blader. Bin mir nicht ganz sicher. Ich spiele jetzt erstmal noch einen Haufen Ghule. Erstmal ein Ziggurat. Meine Geduld ist der Chef. Das ist wichtiger. Ich brauche auf jeden Fall zwei Ziggurats, um das Ding hier halten zu können. Ihr habt gerufen. Auf in das ist Kampf. Jetzt, was ich am Anfang meinte. Ein paar Tower. Die sind immer okay. Oh, was haben wir da? Juhu. Ich bin die Dunkelheit zu Diensten. Okay, das war ein Gratis-Kill. Und ein Item. Auch endlich. Noch. Das ist mal richtig geil. Meine Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Das Gold reicht. Erst Ziggurat ausbauen hier. Mittlerweile auch. Stufe 4, 3 und 2. Meine Rache, ja, da ist auch nur noch 3000 Gold in der Hauptmine. Also es wurde jetzt wirklich höchste Zeit. Ich da bin kommt die er. Dunkelheit. Okay, schnell nochmal ein Ghoul abbrechen, Ziggurat ausbauen. Es ist mehr Gold. Jetzt kommt schon so ziemlich drauf an. Meine Rache gehört. Ausbau abgeschlossen. Der hier ist es. Da ist er wieder. Oha, jetzt muss Maiko beweisen. Oh, bald nur noch meine drei Helden. Aber es sind drei Undead-Helden. Ich dachte, den kriege ich. Komm nochmal hochheilen. Oh, mein Statue ist auch noch am Leben. Der ist sehr angeschlagen. Ah, komm, komm, komm. Ich bin die Dunkelheit. Boah. Okay, das war jetzt schon so ein bisschen crazy. Kampf auf Messerschneide, kann man das wirklich nennen. Aber ich bin jetzt auf 29 Supply runter. Meine Geduld ist erschöpft. Und es laufen die zwei Minen. Stehen bereit. Das heißt also 20 Gold Einkommen. Also sobald hier genug Akolyten in der Mine sind. Die Verdammten stehen bereit. Mein Leben für Nersul. Deswegen deff ich die jetzt auch erst nochmal ein bisschen. Die Verdammten stehen bereit. Und jetzt auch ein bisschen Abos.
Es ist mehr Gold erforderlich. Ein paar Upgrades mal raushauen. Also der Kampf jetzt, der war extremst wichtig. Die Verdammten soll mein Blut vergossen werden. Wenn ich die Echse jetzt verloren hätte, oder mich nur zum Porten gezwungen hätte, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Ich beuge mich eurem Willen. Ihr habt gerufen. So. Wo soll mein Blut vergossen werden? Bauen wir noch einen Knochen hoch. Mein Schicksal ist besiegelt. Gegebenenfalls ein paar Worms. Meine Rache können ja nie euch schaden. Wer mag sie nicht? Destroyer braucht sich eigentlich Chef gegen das, was der Gegner spielt, da nicht zu ich wünsche bauen. Nur zu dienen. Ich bin die Dummheit. Hat eigentlich nur die Wölfe, die ich despellen könnte, und ja, dafür lohnt sich das nicht so richtig. Meine mal gucken, ob der rote Creepspot noch da ist. Forschung abgeschlossen. Ich denke, auch wenn meine Armee jetzt ziemlich klein ist, sollte ich denn trotzdem alleine mit diesen drei starken Helden schaffen. Auf jeden Fall versuche ich es. Forschung abgeschlossen. Ah, dammit. Shit, Zeitpunkt wieder. Nichts kommen gefunden. Ja, da muss ich porten, da hilft überhaupt nichts. Mal sehen. Da ist wenigstens keiner, der wieder voll auf die Main geht. Ist ja auch so eine miese Taktik gegen den Undead. Ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren, erzähl ich dann weiter. Ich nehme die Dunkelheit. Das nochmal Gold kostet, aber ich muss weiter hinten in die Base. Forschung abgeschlossen. So, ich will erst nochmal den Stachelpanzer, dass der da vorne richtig was wegfinden kann. Aufbau abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, mein Licht. Zack, komm, noch ein Keul. Jawohl. Er hat das Blitzschild auf mich gecastet, das ist aber eher dumm. So, naja gut, meine Akolyten treffe ich damit noch. Ah, ich komme ja aber auch nicht weg. Und nochmal heilen. Ich bin die Dunkelheit. Leitet mich. Meine Geduld ist erschöpft. Euer Befehl. Meine Rache gehört euch. Hier ist eingestürzt. Müssen wir auf den Blader losgehen da. Er ist ein bisschen übermütig. Wenn ich den noch einmal kriege. Jetzt zieht er sich aber zurück. Jo. Meine Rache gehört euch. Meine Rache gehört euch. Da ist er. Wow, wow, wow. Habe ich nicht irgendwas? Kommt irgendwas. Meine Geduld ist erschöpft. Irgendwas. Boah, voll zu wenig Mana. Ist das ärgerlich. Und dann wenigstens den Headhunter hier. Komm, komm, komm. Oh, ist das ärgerlich. Da genug Mana gehabt hätte. Auf in den Kampf. Okay. Phase ja auch schon Level 5, also Geisterwölfe. Euer Befehl, Meister. Ich beuge mich eurem Willen. Jetzt kommen die ersten Worms. Meine Rache gehört euch. Jetzt geht's bergauf. Ich habe den Ruf vernommen. Bei mir. Ihr habt gerufen. Er schläft dahin. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft.
Befehl soll mein Blut vergossen werden. Wollen wir nochmal ein weiteres Ziggurat? Mein Leben so zu für Ner'zhul. Ich bin die Dunkelheit. Meine Rache gehört euch. Endlich. Wir verlangen weiteres Holz. Ach ja, ich muss da ein paar Gule nachbauen. Da war ja was. Ich beuge mich eurem Willen. Erstmal versuche ich auch hier zu expandieren. Das nehmen wir nochmal mit dem Licht. Meine Geduld ist erschöpft. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Wir verlangen weiteres Holz. Normal würde ich den Reif des Adels wahrscheinlich sogar dem Lich ergeben als dem Death Knight, aber... Oh, da kommt er. Ja, Moment, ich brauche halt jede Menge Mana und da ist ja auch Int drauf. Damit ich hier genug Holz raushauen kann. Alter, was hat der wieder für eine Armee? Voll Akio-Fokus. Jetzt gehen wir mal auf den Phase hier los. Den lassen wir nicht wegkommen. No way. Stufe 5 für meinen Death Knight. Ich denke, der Hero-Kill dabei ist sehr wichtig. Dann muss ich einmal zu seinem Ulti wieder. Zurückziehen. Oh, der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Die Keul. Er hat überlebt. Die sind einfach Bestien. Na gut, er holt sich jetzt meine Statue, aber was kriege ich dafür für Einheiten hier? Alles nochmal geslowt. Jetzt habe ich wieder genug Mana für eine Coil. Blader, ich glaube, der will zu viel, oder? Nee, jetzt zieht er sich doch zurück. Schade, ich dachte erst, der versucht es jetzt nochmal, meinen Death Knight zu killen. Okay, hier auch schnell expandieren. Immer noch zu wenig Holz. War mir nicht schwach. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich beuge mich eurem Willen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Meister. Ich vermute mal, dass der Gegner jetzt auch oben links auf der Map expandiert. Oder das vielleicht auch schon getan hat. Mein Leben für Ner'zhul. Und ich bin halt wieder unter 50 Supply. Und das mit drei Helden, einem Ram, zwei Fiends. Ein paar Gulen im Holz und Akolyten. Also eine starke Armee und unter 50 Supply. Meine Rache gehört euch. Das ist gut. Die Verdammten stehen bereit. So, den Akolyten hatte ich eben die ganze Zeit noch im Team. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt brauche ich unbedingt wieder eine Statue. Aber meine Helden auch schon richtig gutes Level. Ihr habt gerufen. Ich beuge er hat halt immer noch nur den Blade Master und den Phasier. Was man in der Combo auch nicht allzu oft sieht, muss man ja auch mal sagen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wir verlangen weiteres Holz. Meine Rache gehört euch. Ausbau die Beschwörung muss ich auch gleich noch ausbauen. Und jetzt habe ich halt wieder zwei Minen am Laufen. Ah, hinten ist er. Okay, ich will trotzdem nicht über 50 Supply gehen. Ich hoffe, ich kann das auch so deffen. Ich bin die Dunkelheit. Vergesst es.
Sicher ist sicher. Jeder Schachzug kann jetzt entscheidend sein. Ich gehe da voll auf Hero-Fokus auf seinen Phasier. Oh, der geht wieder down. Level 5 jetzt für mein Licht. Ich will jetzt nochmal... Komm. Die Frostrüstung. Alter, aber ich bin so böse surrounded hier. Das ist ärgerlich. Hey, kommt da nicht mal raus. Extra nochmal die Frostrüstung geskillt. Komm. Und wieder zurück zu den Ziggurats. Ich hoffe, ich kann es halten. Jetzt zieht sich auch ein bisschen zurück. Da ist noch ein Grunt. So, den haben wir gefangen. Schon geblockt. Jetzt muss ich wahrscheinlich hinterher. Genau, denn das habe ich mir gedacht, dass er jetzt zu der Mine geht. Ich bin die Dunkelheit. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Spürt meinen Zorn. Ihr habt gerufen. Ja, okay, die Keule hätte ich mir jetzt mal voll sparen können. Ausbau abgeschlossen. So, Level 6 Death Knight. Bringt im Moment leider nichts, da ich kein Mana hab. Meine Geduld ist erschöpft. Bei Ner'zhul. Ja. Ich kann mal porten, den darf ich halt auch auf keinen Fall verlieren. Schon ganz entschiert, aber auch zackig. Erstmal ein Heiltrank. Es ist mehr Gold erforderlich. Komm, auf den Mana-Trank warten. So. Meine Rache so. Gehört euch. Kann ich dann die Ulti einsetzen? Liegen ja mehr als genug Leichen rum. Ich bin die Dunkelheit. Und jetzt direkt. Mal sehen, das sollte eigentlich reichen. Level 5 jetzt auch für den Hochlord. Nächste Wurm ist da. Und der Licht kommt auch wieder. Jetzt verliere ich meinen Wurm. Alles auf meinem Kraft. Oh, was mit den Absoluten? Können die nicht angreifen oder wollen sie nicht? Blader, ich seh dich. Und ich hab dich. Ah! Okay. Das war jetzt richtig gut. Da will sich wieder mein Licht holen. Komm, diesmal aber nicht, ja. Durch euer Wort. Meine Rache gehört euch. Ich komme meiner Macht gleich. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Das schönes Load. Und alles tot. Für den Lichtkönig. Das war jetzt euer definitiv Befehl. Der beste Fight. Ihr habt gerufen. Und ich hoffe, dass der mir auch den Sieg jetzt einbringt. Meine Rache gehört euch. Schaut euch um. Meine Falls Geduld ihr euch jetzt fragt, warum Rami Gargold spielt, ich weiß es selber. Meine Rache gehört euch. So, war einfach Intuition. Wow. Okay, erstens, die Mine ist leer. Zweitens, jede Menge Tower. Was sagt uns das? Ab nach hier drüben. Sollte er hier keine Mine haben, ist das sowieso der Sieg. Meine Geduld Doch, hat er aber. Ich warte. Und ja. Ihr habt gerufen. Die Verdammten stehen bereit. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich will die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. Okay, jetzt müssen wir doch hier auf seine Echse los.
euer Befehl. Aber ich glaube, große Angst muss ich nicht mehr haben. Meine Rache gehört. Ich musste den Blade Master nachbauen und hatte keine Einheiten mehr übrig. Schade, dass mein Licht jetzt noch nicht Level 6 ist. Meine Geduld ist erschöpft. Reiten. Erstmal auf die Tower. Frostatmer habe ich irgendwie ausgebaut. Dadurch stirbt jetzt auch meine Arme. Gargoyle. Schlimmeres. Da kommt er. Auf jeden Fall hat er jetzt kein Gold mehr. Also jetzt ist ein bisschen Zeitspiel auch angesagt. Weil jetzt gerade schließt beide auf, ne? Bei Boros. Mein Gott. Kommentieren und zocken ist gar nicht so leicht gleichzeitig. So, Ulti ist wieder ready. Ich hoffe, dass der ordentlich was aufgestiegen ist, was gut Schaden macht. Ne, oh, jetzt muss ich raus. Und der Wurm fällt auch noch. Meine Geduld ist erschöpft. Alter. Endlich. Schnell, schnell, schnell. Hier nach oben. Meister, auch nach Forschung oben. Abgeschlossen. Ja, auch nach oben. Meine Rache gehört euch. Schnell hinten in die Base verpissen. Meine Geduld so, ist schnell in den Heiltrank nehmen. Der Blader hier zur Ecke gekommen wäre. Ah, er kommt auch. Ich bin die Dunkelheit. Lass noch mal ein bisschen heilen. Town Portal, gleich neuen Heiltrank. Kann ich gleich auch wieder nutzen. Ungläubige haben uns also, klar, er muss es jetzt versuchen, er hat keine Mine mehr. Ich bin die Dunkelheit. Schade. Was ist das? Mana-Trank. Meine Geduld ist auf meine Rolle der Heilung. Ja, meine lieben Zuschauer, was sagt ihr denn hier zu diesem Zoom, mit dem ich diesmal spiele? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde, Micro sind einige Sachen wirklich ziemlich schwer. Zack. Aber jetzt killen wir erstmal den Blader. So. Stufe 6 jetzt auch für den Rufgott. Ja, also ich finde, Micro-Technik ist das wirklich schwieriger. Allerdings, man hat eine sehr gute Übersicht. Ich weiß es nicht, was sagt ihr? Hier habe ich mich geschlagen. Lag es wirklich am Zoom oder nicht? Wie ihr befehlt, euch stets zu mir abgerufen. Auf jeden Fall so können wir auch die Geisterwölfe aufdecken. Ich bin die Dunkelheit. Und das sollte es gewesen sein. Das war's. Richtig geil auf jeden Fall. Super Spiel, hat mega Spaß gemacht. War wirklich wieder mal ein Game auf Augenhöhe. Ja, und wenn es euch auch gefallen haben sollte, würde ich mich wie immer über einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben, wenn ihr noch nicht habt, ein Abo oder ganz besonders auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.